Das sieht doch schon nach was aus. Ich hatte ja so eine kleine Idee. Ich weiß nicht, die macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber wenn man hier sowas macht, habe ich davon genug, und dann hier quasi so Slabs baut, dann hat das so ein... Dann hat das so ein kleines Burg-Feeling. So ein bisschen. Zumindest. Oder? Schauen wir uns das mal an. Mach das mal so, dann wollte ich hier so, dann wollte ich... Eigentlich wollte ich dann hier auch noch eine Fackel draufpacken, einfach fürs Gefühl und weil ich es kann. Und aber wie ich mein Glück kenne, wird das sich hier nicht ausgehen. Lass mich mal... Jetzt bin ich mal gespannt. Geht das? Hoppla. Nee, es passt genau. Perfekt. Fackel drauf. Und weiter geht's. Super. Und dann können wir hier, das mache ich mal zur Sicherheit, hier so einen Stopper quasi, weil ich jetzt rückwärts bauen werde. 1, 2, 3, 4. Oh! Erster Fehler. Erster Fehler, als wenn die ganze Zeit hier am Rumfehlern. Am Failen, das heißt ja hier anders als im richtigen Leben. Da heißt das ja Failen hier. Und wie ich schon befürchtet hatte, die Slabs rein, oder? Doch! Ups. Zack. 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 Geil. Jetzt fehlt da hinten noch eine Foglage. Oh, das ist ja toll hier. Das ist der Humpelhannes. Humpelhannes. Das ist ein schöner Name. Guck mal, das ist ein Creeper. Hätte ich jetzt einen Bogen dabei, könnte ich auch nichts machen, weil ich wahrscheinlich so weit nicht schießen könnte. Aber genug der Plaudereien. Ich nehme auch an, dass es jetzt schon mittlerweile wieder die nächste Folge geworden ist. Ich weiß es ja jetzt nicht, weil ich die Uhr nicht mitlaufen lassen habe. Das ist, das muss jetzt auch egal sein. Oh, wie kommt das denn? Das denn da? Na, egal. Geht das jetzt? Ja. Rein da. Jetzt hätte ich ja auch nicht 4 Eimer nehmen müssen. So viel brauche ich gar nicht. Zack. 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 Wunderbar. Ach so, jetzt ist natürlich hier... Hier war ja der Aufgang, ne? Na, aber jetzt kann ich natürlich zaubern. Und jetzt kann ich hier... Ist das schlau, was ich hier mache? Hier soll ja gar kein Wasser sein. Das ist ja gefuscht. Zack. So ist richtig, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist richtig. Und dann kann man hier... Zack. Jawohl. Und jetzt lass hier die Leiter sein. Ja. Die Drecksleiter. So, hat es einen Grund, warum wir hier runtergehen? Hab ich eigentlich den ersten Stock habe ich noch gar nicht mit Seeds aufgefüllt, ne? Aber hier hat man noch Seeds und die müssen reichen. Zack, zack, zack. Weg damit. Ja, dieses Problem mit dem in den ersten Stock kommen. Das muss ich nochmal angehen. Was hier denn? Bin ich darauf gestürzt und hab's kaputt gemacht? Aber es wächst schon. Finde ich gut. So, hier. Wasseraufzug. Wie ist eigentlich der Creeper hier hingekommen? Ist er hier drin gespawnt vielleicht? Aber ist doch hell, Mensch. Ist doch hell. Wir können ja zur Sicherheit. Wir müssen eben neue Fackeln machen. Die machen wir hier hin. Nein, alles verloren. So, und dann machen wir hier eine Fackel hin. Hier ist er wahrscheinlich gespawnt, in der dunklen Ecke. Hier noch eine Fackel hin. Kann man hier alles eigentlich zufackeln? Oh, was mache ich denn da? Ach, hier komme ich nicht hoch. Hier muss ich hoch. Höchst professionell, was ich da mache. Und dann kann man hier noch fackeln. Und hier könnte ich eigentlich mal... einen Slab hinhauen. Das machen wir so und so. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber nicht noch ärgern werde demnächst. Ah, jetzt zum Beispiel. Weil hier ist diese Erde denn unglaublich nötig an der Stelle. Vielleicht ist sie das. Aber ich werde sie trotzdem mal wegnehmen, damit ich hier durchkomme.
Werde ich hier noch was... Achso. Hier wollen wir sowieso pflanzen. Und dann muss ich aber, bevor ich jetzt pflanze, muss ich nochmal ein Steak reinpfeifen. So, und weiter geht's. Ist noch unbeackert, warum auch immer. Ich weiß, hier sind noch ein paar unzulänglich fertig gemachte Stellen. Das werden wir dann noch in Kosmetik-Feinarbeitsfolgen werden wir das noch verschönern. Aber nicht jetzt. Ich will jetzt endlich einmal das Ding hier fertig haben. Dann wächst hier das Zeug. Und dann, wenn alles funktioniert und quasi vom TÜV abgenommen wurde, dann können wir es richtig schön machen. Also richtig schön jetzt ist ja jetzt relativ... Ne. Oh, jetzt fehlen mir schon noch... Oh Gott, ey. Ich kann auch nicht so gut rechnen anscheinend, ne? Ich brauche noch mehr Seeds. Die hole ich mal aus dem Hauptlager mal wieder. Hier hatte ich ja letztens, als ich hier zwischendurch gearbeitet habe, haben die beiden Kätzchen hier eine kleine Katze gemacht. Und die ist mit... Da ist sie. Ich nenne sie Robert. Früher war es Robby, jetzt ist Robert. Die ist mir dann immer überall hinterhergelaufen. Und das habe ich erst nicht gecheckt. Ich dachte erst, weil Tom auch auf dem Server war, dass das seine Katze ist. Und war aber meine. Ganz spannende Geschichte. Ich weiß. Brauchen wir... Ach komm, ich nehme einfach mal einen Safety-Stack mit. Sicher ist sicher. Wenn wir das mal ernten, dann... Dann haben wir ja eh genug wieder. Zip, zap, zip. Hoch. Ah, jetzt das. Ah. Das ist auch so ein Grund, der gegen diesen Slab spricht. Jetzt komme ich hier natürlich nicht hoch. Machen wir den. Oh, jetzt habe ich was anderes kaputt gemacht. Slab. Oh, Mann. Jetzt aber. Jetzt habe ich hier die Fackel weggemacht. Der auch. Aus Versehen natürlich. So. Jetzt haben wir hier. Machen wir noch die restlichen Fältchen. Ja, ich kann es ja gar nicht fassen, ne, dass wir jetzt schon alles schon pflanzen. Das bedeutet, dass eine große Ära vorbeigeht. Die Ära des Wir bauen gemeinsam einen Ernteturm. Bin schon ganz, ganz wuschig und gespannt darauf, was das nächste Ding sein wird. So, hier sind wir fertig. Da ist ein Schlitz, aber das ist auch richtig so. Ich befürchte, das ist ja noch zu dunkel. Ist das zu dunkel hier? Hier, die sind auch noch zu hoch. Wie wollte ich das machen? Hier, ne? Sowas. Sowas. Und sowas. Und sowas. Ja, da müsst ihr jetzt durch und euch diesen Quatsch hier mal angucken. Zack, zack. 1, 2 dahin. Jetzt. Ich wage mich gar nicht, das zu sagen. Ich wage mich gar nicht, das zu sagen, aber... Im Grunde genommen... Ist damit der Ernteturm fertig? Passend jetzt gerade wird es auch gerade Nacht. Der Tag ist vorüber. Das Tageswerk ist geschafft. Ich glaube, wie viele Minecraft-Tage waren das jetzt hier? Ich glaube, 3 noch am Ende. Wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, 2 Folgen, vielleicht auch 3. Und ich dachte, das braucht nur noch eine Folge. Gut, dass ich zwischendurch noch was gemacht habe. Ganz heimlich, ganz alleine. Also was ich zum Beispiel auch noch gemacht habe, ist, das war auch ein bisschen arbeitsintensiv. Hier könnte man auch fackeln, ne? Ich mache das jetzt mal unabgezählt, einfach nur so, damit es hier mal ein bisschen heller ist. Diese Wand hier, die war eigentlich auf dieser Höhe. Aber weil es auf der anderen Seite nicht so war, sondern einen näher dran, habe ich die hier auch verschoben nach hier hin. Also von hier nach da. Und das war ein Haufen Arbeit, sage ich euch. Und das ist aber nicht so eine Arbeit, die man sich gerne so anguckt. So abends, oh, Feierabend. Lass mich mal hin, guck mir mal ein Let's Play an. Und dann sieht man so einen Spasti, der hier, oh. Oh, Angriff. An
Angriff! Ah, noch eine! Wo kommst du denn her? Ist hier irgendwo ein Nest? Nee. Genau, und jetzt sehe ich gerade, hier habe ich Smooth Sandstone verbaut. Das muss ja auch nicht sein. Den holen wir dann nochmal raus. Den hatte ich eigentlich vorgesehen. Oh, das war nicht so schlau. Wo kommt denn das gerade her eigentlich? Das war wahrscheinlich Bewässerungswasser. Lass mich in Ruhe. So, hier auch noch weg. Ja, damit habe ich gerechnet. Und wieder zu. Hier auch. Das Stückchen hier kann weg. Das war wahrscheinlich ein Stückchen Treppe, was ich hier noch, als hier noch offen war, benutzt habe. So. Und dann, ja, wie gesagt, das Ding ist jetzt, glaube ich, fertig. Jetzt müssen wir warten, bis das Zeug ein bisschen gewachsen ist. Und dann irgendwann wird der Hebel gezogen. Und wenn alles gut läuft, nach Plan, dann wird hier, dann werde ich hier den Hebel ziehen. An dieser Stelle. Und dann wird ganz oben das Wasser losfließen. Und alles auf seinem Wege mitreißen. Bis nach hier unten. Und dann wird es hier durch diesen Kanal nach bis hierhin geleitet. Ich freue mich schon drauf. Und beende hiermit erstmal diese Folge. Ich gehe mal ans Bettchen. Mal gucken, was der Tom so macht gleich. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr vielleicht mal sehen wolltet. Ich habe schon gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Hatte die Idee, kräfte doch mal ein Lapskaus. Doch gerne. War so meine erste Reaktion darauf, sehr gerne. Das könnte ich ja vielleicht mal nächste Folge probieren. Wird wahrscheinlich nicht so viel bei rumkommen, aber vielleicht, wenn wir das nicht craften können, vielleicht können wir ja Lapskaus mal bauen. Mit so Zeug, mit Rohstoffen und so. Wobei ich jetzt im Moment noch nicht so ganz sicher bin, was Lapskaus eigentlich ist. Aber das werde ich mal googeln bis zum nächsten Mal. Und dann wird's wieder hier heiß hergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.